Ich bin Marijn, lebe in Belgien und habe Philosophie studiert. Meine Abschlussarbeit beschäftigte sich mit dem Begriff der Freiheit bei Rudolf Steiner. Forschungen zum Problem der Denkbeobachtung schlossen sich daran an. Ich bin Wilhelm, lebe in Deutschland und arbeite mit Menschen mit Behinderung. Ich bin an der Erkenntnistheorie und der Freiheitsphilosophie von Steiner interessiert, sowie ihrer Anbindung an die Anthroposophie. Dazu ein wenig Geschichte. Forscher wie Franz Brentano, Oswald Kölper, Rudolf Steiner, Karl Bühler haben die Grundlagen zur empirischen Erforschung des Denkens gelegt. An diese wollen wir anknüpfen. Methodisch kam die Introspektion, die systematische Selbstbeobachtung zum Einsatz. Dazu werden Denkprozesse bei Versuchspersonen veranlasst und danach von diesen beobachtet und beschrieben. Diese Beschreibungen werden analysiert. Wir wollen erkennen, warum die Beobachtung des Denkens die allerwichtigste ist, die wir machen können, wie Steiner in seine Philosophie der Freiheit schreibt. Und was es mit der Anschauungslosigkeit und anderen seelisch-geistigen Eigenschaften des Denkens auf sich hat. Wir fragen uns, wie konkret sieht die Veranlagung zum Schauen aus, von der Rudolf Steiner in seinem Buch von Seelenrätseln spricht. Und was könnte das für Sie bedeuten? Zum Beispiel ein erweitertes Verständnis der philosophischen, denkpsychologischen und erkenntnistheoretischen Grundlagen der Anthroposophie. Und eine Beschreibung der Anwendung der Beobachtung des Denkens. Diese kann dann jeder an sich selber anwenden und üben. Weiter wollen wir zu einem besseren Verständnis zwischen der heutigen Wissenschaft und der Anthroposophie beitragen. Um ein Jahr zu verschiedenen Fragestellungen zum Denken zu arbeiten, brauchen wir entsprechende finanzielle Mittel in Höhe von 15.000 Euro. Dafür brauchen wir Ihre Hilfe. Über Schwarmfinanzierung hoffen wir, unser Projekt erfolgreich auf den Weg zu bringen und dadurch unabhängig zu bleiben.